Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video der Meerschweinchenberatung.at. Heute möchte ich Ihnen drei Spiele zeigen, mit denen Sie Meerschweinchen, die noch keine Spielerfahrung haben, für Spielen begeistern können. Das erste Spiel, das ich Ihnen zeigen möchte, ist die sogenannte Schnüffelmatte. Eine Schnüffelmatte kann man entweder selbst basteln oder man kann sie käuflich erwerben. Sie besteht aus Fließstreifen, die auf einer Kunststoffunterfläche befestigt sind. Und man verteilt dann ganz einfach Leckerlis zwischen diesen Fließstreifen. Die meisten Meerschweinchen fangen sofort an, die Leckerlis in den Fließstreifen zu suchen und haben sehr viel Spaß daran. Wichtig ist allerdings, dass Sie die Meerschweinchen nie unbeaufsichtigt mit so einer Schnüffelmatte spielen lassen, denn wie gesagt, die meisten Schnüffelmatten haben eine Kunststoffunterlage. Das heißt, Sie müssen sowohl aufpassen, dass Ihre Meerschweinchen die Fließstreifen nicht womöglich annagen, als auch, dass die Kunststoffunterlage nicht angenagt wird. Bei meinem Odi zum Beispiel ist das der Fall, dass er sich sehr wohl auch für die Kunststoffmatte interessiert. Das zweite Spiel, das ich Ihnen zeigen möchte, ist vollkommen aufs Karton. Es kann daher eigentlich vollkommen aufgefressen werden, stellt daher kein Gesundheitsrisiko dar. Ich habe es zufällig im Internet entdeckt, es ist von der Firma Rosewood. Meine Meerschweinchen haben sich sofort beim ersten Mal, wie Sie auf diesen Videoaufnahmen sehen, mit großer Begeisterung auf dieses Spiel gestürzt. Es werden einerseits die Leckerlis gesucht, die in den Vertiefungen enthalten sind, andererseits aber auch mit Begeisterung an dem Spielzeug selbst genagt, beziehungsweise wie Sie bei Odi da jetzt sehen, ist er gerade dabei, es zu zerlegen. Also es ist durchaus ein sehr munterer Spielspaß für die ganze Meerschweinchengruppe. Es ist auch relativ groß, das heißt, es können sich auch wirklich mehrere Meerschweinchen gleichzeitig damit beschäftigen. Ich würde es trotzdem nur von Zeit zu Zeit anbieten und auch in dem Fall nicht vollkommen ohne Aufsicht, weil man bei Meerschweinchen einfach nie so genau weiß, was ihnen vielleicht einfällt. Das dritte Spiel ist ein Kugelspiel. Da müssen die Meerschweinchen am Anfang, wenn sie nicht einen passionierten Spieler in der Gruppe haben, wahrscheinlich ein bisschen Hilfe von ihnen bekommen, denn sie müssen zuerst einmal lernen, dass diese Kugeln zu bewegen sind, entweder mit der Nase oder auch manchmal mit der Pfote. Wenn die Meerschweinchen dann einmal herausgefunden haben, dass sie an die Leckerlis herankommen, wenn sie die Kugeln verrollen, dann ist das etwas, das den Meerschweinchen sehr großen Spaß macht und womit sie sich auch wirklich sehr gerne beschäftigen. Das Spiel hat auch eine sehr gute Standfestigkeit, das heißt, es hält es auch durchaus aus, wenn zwei Meerschweinchen zum Beispiel gleichzeitig auf einer Seite darauf stehen. Wenn Meerschweinchen einmal gelernt haben, dass sie, wenn sie etwas durch die Gegend rollen, da auch Leckerlis bekommen können, dann fangen sie häufig auch an, die Kugeln ein bisschen durch die Gegend zu rollen und zu schauen, ob etwas passiert. Bei meiner Bande ist dieses Spiel sehr beliebt und es ist auf jeden Fall eine sehr nette und vergnügliche Art, wie man Meerschweinchen beschäftigen kann.